Wer hätte es gedacht? Wir sehen uns wieder hier beim Nintendo Spielestudio. Ich habe wieder ein bisschen was rausgesucht und unter anderem hier ein Sonic-Level, das anscheinend sehr, sehr beliebt sein soll. Das startet erstmal mit einer Cutscene. Hallo, was? You're late, too late, Sonic. I am now forklift certified. Okay, Sonic ist tot. Ende des Films. Der nächste Film kommt ja schon. Jetzt ist es wahrscheinlich die Story, oder? Oh Gott, kann ich den kaputt machen? Tatsächlich. Oh, ich habe noch nie, ich spiele keine Sonic, deswegen, ich kenne das nicht. Was, hier muss man Ringe einsammeln, ne? Diese Honey Loops. Ich finde, die sehen immer aus wie Honey Loops. Kennt ihr Honey Loops von Kellogg's? Ja, jetzt habe ich Werbung für Honey Loops gemacht. Ja, meine Güte, heult doch. Aber das ist voll cool, oder? Ich will auch mal Sonic spielen, wenn ich das so sehe hier. Guck mal hier. Und ich will auch da auch auf diesem Ding da drauf. Boing. Oh, ich hab... Ah, ganz schön viele Gegner getötet. Warte. Ich schaff das. Ja. Ich will alle Ringe haben. Guck. Ich will Super Mega Points haben. Oh, ah. Wie ist denn der erste Film so gewesen? Ich hab nur Gutes von dem ersten Film gehört. Ich muss mir den auch mal angucken. Aber ich habe nie so wirklich, ja, so richtig Interesse habe ich nie an dem Film gehabt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht liegt es am Jim Carrey. So. War es das? Das war Level 1. Okay, haben wir jetzt jemanden gerettet? Dusty Desert Zone kommt noch. Okay, also das war Vorgeplänkel. Wir haben niemanden gerettet, aber gut, wir müssen uns ja erstmal mit dem als Igel identifizieren, ne? Man ist ja nicht oftmals ein Igel und da muss man ja erstmal kurz mal innehalten. Was bedeutet es, ein Igel zu sein? Aber ganz ehrlich, richtig rausgefunden, wie die Story ist, haben wir jetzt nicht, ne? You're too late. Wofür too late? Hallo? So. Hallo, sag mal, geht's noch? Wir wollen einen Sprung machen, es geht aber nicht. Ich gehe wieder zurück. Ich versuch's nochmal mit Anlauf, okay? Hat Sonic eine Freundin? Ah! Oder ist er nur ein Hedgehog? Was heißt eigentlich Hedgehog? Sonic the Hedgehog. Es heißt Igel, ne? Oh, Toffee. Weißt du, was heißt Igel? Oh, was heißt Katze? Das ist typisch Toffee, ey, weißt du? Aber die Musik ist irgendwie... Ich weiß nicht, hier geht's doch um Tempo. Auch wenn ich die Steuerung nicht ganz verstanden habe, ist wirklich so. Ich habe... Man muss sowohl drücken... Okay. Man muss sowohl in die richtige Richtung drücken, als auch immer mal wieder springen drücken. Weil wenn ich stehen bleibe und in die richtige Richtung... Okay. Es ist nicht ganz so, wie ich vermutet habe. Okay. Ich kann... Ja, so... Nee, so funktioniert das nicht. Ich komme da so nicht hoch. Ich versuch's nochmal mit so, okay? Yeah, und jetzt stehen bleiben. Da komme ich doch niemals hoch, oder? Ah, nein, nein, nein. Okay, ich schaffe das doch. Nein, ich schaff's nicht. Oh Gott, das ist anstrengend. Wie heißt die Igelfreundin von Sonic? Das macht mich jetzt wahnsinnig. Ich will das wissen. Oh Gott, ah! Genügend Ringe für sie haben wir ja jetzt. Also heiraten ist drin. Ja, ich hätte das nächste Level auch geschafft. Es ist süß gemacht. Ich weiß nicht genau, ob es genauso wie die Sonic-Level ist oder genauso wie die Sonic-Spiele von damals. Kann man überhaupt von damals reden? Ich gehe immer nach. Jetzt sieht der Ball irgendwie viel schöner aus, ne? So richtig schön glänzend. Das gefällt mir viel besser. Yeah, erstmal Sonic hier Ding besiegen. Muss ich da ins Auto rein? Was? Okay. Alles klar. Wir dürfen nicht vom Auto getroffen werden. Aber wie besiege ich ihn denn dann? Und was haben die Ringe denn zu bedeuten? Okay, hä? Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja! Okay, man muss einfach nur das Auto lang genug fahren lassen, damit es den Bösen überfährt. Finde ich voll in Ordnung. Wirklich. Sollte öfters mal so eine Situation geben. Einfach abwarten, bis ein Autounfall passiert. So, das ist die ID von Eggman.
Es war die abstruseste Story aller Zeiten. Okay, ich würde mal sagen, es waren viele Sachen hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sachen. Nee, Quatsch, das zählt nicht dazu. Das ist was anderes. Aber hier, 5 Sachen waren auf jeden Fall dabei. Hiermit fängt es an, Box Things. Ihr könnt ja einfach mal auf, wenn ihr Box Things eingebt oder diesen Code hier eingebt, könnt ihr ja auf zu den geteilten Spielen dieses Programmierers zurückkehren und könnt euch alle 5 runterladen, wenn ihr selber mal testen wollt. Ich glaube, er hat sich Mühe gegeben. Es gibt auf jeden Fall schon mal einen Stern, weil das war echt viel Arbeit. Man hat es ja gesehen. Es war nicht so ganz stimmig, fand ich. Also der Schwierigkeitsgrad war quasi gegen null, auch der Bosskampf. Gut, ich habe am Anfang habe ich mich überfahren lassen. Ich wollte einfach nur gucken, was für eine Automarke das ist. Habe ein bisschen zu genau hingeguckt und wurde dann überfahren. Das ist passiert halt, ne? Nee, wirklich, also war der Bosskampf jetzt ein bisschen arg easy, genauso wie das ganze Spiel an sich. Aber ich glaube, du hast dir echt Mühe gegeben, was die Darstellung angeht. Ich glaube, es hat echt viel mit Sonic zu tun gehabt, auch wenn ich die Sonic-Spiele nicht gespielt habe. Ich glaube ganz fest daran. So. Jetzt kommen wir zu... Ich würde gerne mal wieder was von euch spielen. Hier, Lichtstern Genesis Jungle 2. Das ist auf jeden Fall Deutsch, Lichtstern. Der Rest ist, glaube ich, nee, das ist... Oh nein! Das habe ich doch schon gespielt, das war doch kacke! Ich habe das vergessen zu löschen. Okay, nee, ich gehe wieder raus. Das war doch kacke! Ups, aus Versehen habe ich es gelöscht. Das haben wir doch schon gespielt. Habe ich letztes Mal die Sachen nicht gelöscht? Ich will was von euch wieder spielen. Komm, wie mal jetzt Satisfying Ball Bounce, ja? Wir lassen uns jetzt von Bällen hüpfen satisfying. Es ist wirklich satisfied, also wirklich. Also selten sowas Satisfyingdes gesehen. Auch mit den Geräuschen und sowas. Ich könnte da nachts drauf einschlafen, wirklich. Hier, von wegen ASMR, ist es nichts dagegen, weißt du? Wir können ja eigentlich auch eine ASMR-Session draus machen. Wartet mal, jetzt macht mal den Ton ganz, ganz laut. Ach, beziehungsweise ich mache es. Warte, ich halte jetzt mal die Klappe. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen leiser. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's schon, also ich finde, das ist das intelligenteste Spiel, was ich bisher gesehen habe, wirklich. Ich frage mich, ob es ein Ende hat. Gut, es hat noch eine 0 vorne dran, das heißt, es wird wahrscheinlich über 1000 gehen. Aber ob es bei 9999 zu Ende ist, das ist ein Mysterium, das wir wahrscheinlich in diesem Part nicht mehr lösen können. Weil ich es mir nicht länger antue. Dallas. Ich weiß nicht, was man in Dallas sonst so erstellt, aber das war auf jeden Fall ein bisschen... Ich kann da keinen Stern geben, guten Gewissens. Das tut mir leid, das war ein bisschen dürftig, ne? Es war satisfying, doch, wirklich. Also wer Bock hat auf Geräusche und Bälle, kann ich empfehlen, aber ansonsten war es ein bisschen mau. Komm, jetzt brauchen wir ein Level, das wirklich viel bringt, ne? Der lila Mann Vollversion. Guck mal, das ist auf jeden Fall von euch, das weiß ich. Schön, so Spiele, wo man instant stirbt. Was muss ich denn hier machen? Ach so, ich muss da hoch. Oh, guck mal, hier sind Blumen. Wer hat die hier oben gepflanzt? Und wer gießt die hier regelmäßig? Können wir da mal ganz kurz drüber sprechen? Ah, das geht... Das weiß ich ja nicht, dass die verschwinden. Okay, das ist nicht so satisfying hier, ne? Ich habe mich gerade über die Blumen gefreut und habe eine Frage in den Raum gestellt zum Diskussionen, ne? Für Diskussionen. Wer hat die Blumen hier hingemacht? Wer gießt die? Und dann stirbt man einfach, weißt du? Oh Gott. Checkpoint? Drücke Y, um wieder hierher zu kommen. Okay, alles klar. Ja, okay, ich drücke direkt Y. Guck mal hier. Da kannst du runter. Treibblock. Treibsand ist von gestern. Das gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Treibblock. Alter, oh Gott. Was ist los hier? Ah! Drücke X. Das ist so ja, genau!
Drücke X, um zu sterben. Genau, das mache ich jetzt. Ganz häufig. Was ist das für ein Level? Lila Mann. Was machst du hier? Was? Ah! Das nervt mich. Ich will das jetzt schaffen. Warte mal, ich mache das nochmal richtig hier. So. Okay, alles klar. Ich drücke nicht X. Okay, ja, siehst du? Siehst du? Das ist eine Falle gewesen. X drücken. Niemals auf den Ersteller des Spiels hören. Der Ersteller des Spiels sagt, drücke X. Dann musst du das Gegenteil tun. Oha. Was hast du davon, deine Spieler zu verarschen? Oh Gott. Drücke Pfeil nach unten. Wieso sollte ich das tun? Um wieder hierher zu kommen. Ach so! Ach, das ist wieder ein Checkpoint. Ach so. Okay. Oh Gott. Es ist ein bisschen verwirrend, weil ich manchmal nicht sehe, wo... Und ich hasse es. Dinger, wo ich durchfliege. Hui. Hui. Was war da? Da stand übrigens was, aber ich konnte das nicht lesen, weil... Oh Gott. Ah. 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 Nein. Ah. 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 Oh Gott, der lila Mann, der ist echt ein bisschen wahnsinnig, ne? Guck mal hier. Hui. Ich kann durchfliegen. Ein bisschen wahnsinnig, der lila Mann. Muss ich schon sagen. Da steht irgendwas. Ich kann das nicht lesen. Also wenn ich ein lila Mann wäre, ich wäre nicht so wild wie er. Aber ich bin nur ein doofer Mann. Und Mann auch nur in Anführungszeichen. Das ist nicht männlich, was ich hier so von mir gebe und mache hier, ne? Oh Gott, Hilfe. Was steht da? Okay, ich muss wieder was drücken, um hierher zu kommen. Ich will gerne wissen, was ich drücken muss, um hierher zu kommen. Links. Nach links. Okay, ihr könnt natürlich am Anfang des Spiels einfach sämtliche Knöpfe durchtesten. Lucy. Ja. Vollversion. Ich meine, ich habe die Demo schon gespielt. Es kam mir schon bekannt vor. Aber... War das jetzt so viel mehr als sonst? Ich meine, mit den Checkpoints hast du dir echt so viel Mühe gegeben. Also mit den Checkpoints fand ich super. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Gut, dass man halt... Das muss ja jeder selbst für sich entscheiden. Also wenn man jetzt am Anfang hingeht und einfach sämtliche Knöpfe drückt und dann halt einen Checkpoint erwischt, dann ist es ja deren Eigenpech. Also ich finde es gut, dass du das so gelöst hast. Finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Ansonsten muss ich sagen... Waren da echt noch viele Kinderkrankheiten dabei? Sachen, wo man runterfällt oder einfach durchfällt, nicht eine gute Sicht und sowas. Ich würde mal sagen, für eine Vollversion, da ich die Demo-Version schon gespielt habe und jetzt das die Vollversion ist, würde ich sagen, es ist ein knapper Nichtstern geworden. Weil ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Da hättest du noch ein bisschen was anderes machen können. Das, ja, Entschuldigung. Jetzt spielen wir Max. Oh, süß. Hallo, ich bin Max. Was kann ich tun, außer rumlaufen oder halt Max heißen? Oh, guck mal, ich kann andere ver... Ist das dein Ernst? Hä? Ich kann nichts machen. Ich kann nur Max sein, einen Gegner schlagen, ein Coin sammeln und Ende. Ich muss einfach nur lang genug warten. Ich kann nicht hüpfen, gar nichts. Ich drücke alle Knöpfe, die es gibt. Alter, was ist denn jetzt los? Wer erstellt... Max, hast du das? Toad Boy 8. Oh, Toda hat es wieder erstellt, weißt du? Nein, Toad Boy 8. Entschuldigung. Nein, das möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Das hat es jetzt nicht verdient. Wir gehen jetzt zu Mr. Wall Jump. Boah, was ist denn hier? Gut, aber die anderen Level waren nicht schlecht. Wirklich, auch wenn ich mal keinen Stern gegeben habe. Ich fand die anderen Level nicht schlecht. Ich fand sie nur vielleicht nicht unbedingt sternwürdig. Oh Gott, das ist so ein ewiges Wall-Gejump. Das war's. Oder ist das nächste Level? Ja gut, fairerweise muss man dazu sagen, der Name ist Programm. Es ist Mr. Walljump und was macht er? Walljump. Guck mal, ich habe es zweimal hintereinander geschafft. Was für eine Challenge.
Oh Gott, ich frustriere. Dann macht man nach Ewigkeiten, Ernie, Papa, was ist los mit dir? Dann macht man seit Ewigkeiten mal wieder eine Spielestudie-Folge. Was kommt hier? Entweder bin ich zu gut oder die Spiele sind zu, naja. Nee, dafür kann ich keinen Stern geben. Der Name ist Programm. Mr. Wally Jump. Ja, okay, klar, man muss Wall Jump machen. Hast du versprochen im Titel und ist auch wirklich, hat stattgefunden. Aber da war kein Challenge dabei, gar nichts. Nur Wall Jump, nicht mal irgendwo, wo man Schwierigkeiten hat zum Wall Jump. Nee, das war viel zu wenig. Ernie, Papa, frag mal Bert. Das muss besser. Kirby in Prison. Heute spielen wir ganz schön viele Spiele, ne? Hallo, ich bin Kirby und ich bin gefangen. Oh mein Gott. Steh auf, wir müssen hier raus. Steh auf. Oh Gott. Nein, er ist tot. Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen zu sehr in der Rolle wiedergefunden. Was muss ich ja eigentlich machen? Gut, ich bin in Prison. Komme ich überhaupt raus? Ach, Kirby kann ja fliegen, genau. Steh auf und hilf mir gefälligst, du Scheißidiot. Bin ich hier jetzt wirklich? Warte mal, das sieht so auffällig aus. Das hier sieht mega auffällig aus. Das muss doch irgendwas bedeuten. Ich drücke alle Knöpfe, die es gibt, aber es geht nicht. Hat das was mit dem Ding hier unten zu tun? Wie ist halt ein Buch da, ne? Das sieht so auffällig aus. Da muss man doch mit was machen können. Ich verstehe es nicht. Da juckt mir glatt die Nase. Was muss ich hier machen? Gibt es hier irgendwas zu machen? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott, Hilfe! Okay, irgendwas gibt es anscheinend schon hier zu machen. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Was muss ich hier tun? Kann ich ihn irgendwie... Oh, warte mal. Wenn ich ihn auf das Buch setze oder so, kann ich die Leiche benutzen zu irgendwas oder so? Keine Ahnung, ich bastel mir aus den Knochen der Leiche einen Schlüssel für das Gefängnis. Das geht nicht! Guck mal hier, lies ein Buch. Da oben ist auch noch was. Da passiert nichts, wir können nichts machen. Oh Gott. Ach, ich liebe diese Level. Ach Gott. Cinder. Nein! Ich muss auch öfters mal Nein sagen lernen. Das muss man meinem Sohn auch immer lernen. Ich lasse immer zu viel durchgehen. Ich sollte vielleicht wirklich mal ein bisschen strenger werden und mal ein bisschen konsequenter. Nein! Oh. Jetzt hier. Noch ein anderes Kirby. Damit man die Kirby nicht in so negativer Erinnerung behaben. Kirby Starland. Hi, Kirby. Hi, ich war gerade noch im Gefängnis. Kann ich dich einsaugen? Hä? Lass mich verarschen. Hi, Kirby. Okay. Press X. Willst du mich eigentlich verarschen? Hi, Kirby. Toadboy, ja, Entschuldigung. Von wem war das andere? Das von Toadboy? Nee, was mache ich hier? Beenden. Ja. Toadboy, es ist nicht unbedingt gerade ein Level, das gut ist, wo man einfach nur nach vorne läuft. Grafisch gesehen, okay, alles schnieke. Aber was? Hä?
Ich kann das doch jetzt nicht so beenden. Ich brauche jetzt ein vernünftiges Level. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Menschenangriff Kapitel 1. Angriff. Dann gehe ich mal spazieren. Okay, mal das mal. Aber vergiss das Malzbier nicht. Okay. Hm, was ist das? Oh, nee, die Aliens sind da. Egal, gehe ich weiter. Oh Gott. Guck mal hier, ich kann übrigens auf volle Kanne, ne? Das kann ich im Real Life übrigens auch. Da hängt was da oben. Ich sehe das. Da hängt auch was. Stehen bleibe. Eine Stunde später. Ah, was passiert? Ich mach gar nichts. Was ist das? Was? Wenn Bug, dann links laufen und hupfen. Okay, alles klar. Links laufen und hupfen. Ich habe links gelaufen und gehupft. Muss ich jetzt eigentlich nach links laufen? Okay. Nein, das Dorf, diese Aliens. Ich werde sie aufhalten. Okay, ja, vorweise aufhalten. Ich weiß nur nicht, was sie genau machen. Vielleicht werde ich sie mit meinen absoluten Grammatikkenntnissen verbal erschlagen. Y trügen. Warum ist da eine riesige Burg? Warum liegt hier Stroh? Und es ist zu Ende. Oh mein Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Was wollt ihr? Warum hat sie mich denn so fertig, Leute? Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, nach dem heutigen Part ist mein Hirn mehr Matsche als sonst. Ich gehe ins Bett. Oh Gott. Ja, das war zu Ende. Es ist ja von alleine zu Ende gegangen. Jascha. Du hast dir Mühe gegeben, was die Story angeht und was das Design angeht, aber tut mir leid, so langsam kann ich das nicht mehr als positiv empfinden. Ich meine, es ist alles immer lustig und so. Und ja, du liebst dir Mühe, aber da ist ja quasi null Gameplay drin gewesen. Das war genauso wie die von Toad Boy oder wie der hieß. Einfach nur nach vorne laufen. Nach rechts oder links. Ist ja wurscht. Ja, ich musste ganz kurz mal Y drücken. Einmal oder zweimal, um dann einen Angriff zu machen. Aber das war ja nun wirklich nix. Nee, das kann ich jetzt so nicht akzeptieren. Entschuldigung, wir haben echt viel gemacht heute. Wirklich, guck mal, das haben wir alles abgehakt. Das, da, das, das, das. Das, das, das. Und das Sonic Level. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 8 Level gespielt. Und ich habe gerade mal einen Stern vergeben, oder? Ja. 8 Level, 1 Stern. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Wenn es euch gefallen hat und ihr trotzdem mehr sehen wollt, dann zeigt es mir vor für Bewertung und Kommentaren. Und natürlich gerne wieder eure Level einsenden, wenn ihr wollt. Pause. Tschüss.